Meine lieben Freunde, lasst geschehen. Heute eine neue Runde. Ganz neue Runde. League of Legends. Ich bin Volibear im Jungle. Ich schwöre euch, ich habe das Spiel seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Also verzeiht mir, wenn ich übertrieben reinscheiße. Das kann nämlich der Fall sein. Volibear ist ja still the main bei mir. Schon immer gewesen. Aber das sagt nichts darüber aus, ob ich jetzt noch gut bin. Das Ding habe ich nämlich seit Ewigkeit nicht mehr gespielt und das kann natürlich im Chaos enden. Zum Glück haben wir die richtige Seite. Und wir, Oh, ich fange bei Dings an, weil wir ich keine Runen habe. Ja, der eine muss gegen Renekton spielen, hier mit Yasuo. Warte, wie war das nochmal? Hier ist Lachen, genau. Fool in his head easily parted. Als erstes machen wir die drei, damit wir ein bisschen mehr Sustain haben im Jungle. Okay, hier ist unser. Yeah. Yeah. Mal gucken, ob wir das nochmal hinkriegen. Ich denke mir mal schon, dass wir das wieder hinbekommen. Das reicht schon. Oh, mein Red. Er ist auch weg. Jetzt sind wir schon Level 2. Ab Level 3 gehen wir dann ganken. Und diese kleinen Missgeburten hier. Ah, jetzt beißt er. Okay. Ich hab gerade gedacht. Ich will nicht, dass meine Passive rausgeht. Muss die Klein hier erst machen, weil dann gehe ich hoch zu meinem Blue und dann kann ich in Ruhe mit Smite das nämlich machen. So habe ich ja noch ein paar Sekunden Zeit. Brand ist Jungle bei denen. Das heißt, keine Ahnung, wie der seinen Clear hat, aber ich glaube, der hat einen insane Clear wegen den Dot-Sachen und so. Und Yasuo ist, glaube ich, gleich tot. Was halt cool ist an Volibear ist halt, dass er mit seiner 3 auch für Anfänger eigentlich immer noch sehr gut ist, weil ich halt durch meine 3 halt Sustain hab, oder durch meine E. Wir gehen den jetzt mal ganken. Easy Gank, easy life, nice. Oh, pushen. Schön pushen, damit wir weggehen können. Blau, 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 blau. Ich will, dass das so Mystical Mel-mäßig ist. Misty ist voll süß, ne? Wenn ich so, als wäre ich voll immer schon immer so der Smite-Spieler gewesen und ich gehe jetzt so ganz neu in League of Legends rein. So, ich will sowas haben wie Mystical May. Wie hieß denn das nochmal, meine Fresse? Gibt's das überhaupt noch, das Item? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich muss da mal wieder rein. Das ist jetzt so random einfach, habe ich mir gedacht, okay, komm für YouTube. Mal gucken, wie die darauf reagieren. Einfach mal fuck drauf. Einfach mal durchziehen und mal gucken, wie es läuft. Ich glaube nicht, dass Brand so gutes Gankpotenzial hat wie ich.
Weil er hat halt einfach nichts zum Reingehen. Ich gang top again. Weil er hat geflasht. Vorher mache ich die Doggies. Ah, ich kann die Pots nicht nehmen, weil ich keinen Damage gekriegt habe. Jetzt, er ist null. Kann sein, dass er da gewardet hat oder so. Mal sehen. Er hat keinen Flash! So, er hat seinen Scheiß gemisst, dafür stirbt er jetzt. Er flasht. Nee, ich krieg den. Oh oh. Nice, gut gemacht. Das war, da habe ich mir gedacht, okay, er flasht eh. Die Tricks, also die Basics kann ich ja noch. Von daher. Die Basics kann ich noch, Leute. Da dürfen wir uns keine Sorgen drum machen. Ich will schnell sein, eigentlich mit viel. Ja, ich will schnell sein. Ich hole mir die flotten Flitzer. Red müsste gleich wieder ab sein. Die Timer stehen unten, ja. 20 Sekunden ist Red wieder ab. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal unten Bot Goblins machen. Bot Ward. Bot Ward. Let the storm fall. Also, sie soll halt entweder warden. Nice. Ja, jetzt ist er Feed. Er ist ein bisschen Feed jetzt. Jetzt kann er den eigentlich oben alleine machen. Das ist ganz cool. Und wie gesagt, Brand hat kein Gank-Potenzial. Eigentlich nicht. Ich habe besseres Potenzial zu ganken. Oh, der rutscht dann nämlich darüber. Und ich habe von ihm Double Buff gekriegt. Das ist noch geiler. Eigentlich könnte ich seinen Blue contesten gehen. Weil ich bin jetzt Level 6. Ja. Und dann könnte ich ihn eigentlich rappen. Ich darf auch, wenn ich ihn ganken gehe, nicht sofort eigentlich dürfte ich nicht sofort meinen Rolling Thunder einsetzen, weil ich ihn dann einfach besser kriegen könnte. Weil wenn er mich stunt, ist ärgerlich. Okay, Brand ist oben im Jungle gewesen. Nice, der ist down. Er ist down. So, jetzt müsste Brand gleich bei Red sein, weil ich sehe, sein Red ist noch nicht ab. Müsste aber gleich ab sein. Das heißt, ich versuche den definitiv zu contesten, sein Red. Brand ist unten. Das heißt, ich nehme hier seine Mitteldinger. Okay, die sind nicht da. Fuck. Brand ist da oben. Sein Blue ist noch nicht ab. Oder? Sein Blue ist noch nicht ab, Mann. What the fuck? Muss ich vorsichtig sein? Gank. Nice. TF Ult ist down. Wir können pushen. Okay, Brand sein Red kommt gleich ab. Oh fuck, jetzt habe ich das falsch gemacht. Ich hätte die 2 skillen müssen. TF ist da beim Blue mit. Er macht den alleine. Der kommt gleich ab, der Red. Report gar nichts. Oh, das ist nicht gut, unten Botlane. Ich warte jetzt einmal kurz auf Brand. Ich nehme mal einen Potion mit rein. Ich will unbedingt seinen Red haben.
Ja, in 20 Sekunden ist der ab. Okay, 20 Sekunden ist der ab. Das heißt, ich gehe erstmal hier unten das mache. Und ah, ist er. Der Red Buff. Nice, F-Flash. Flash ist draußen, perfekt. Good job, nice. Weil wenn er den Red hat, das ist gut für ihn, dann kann er oben die Top-Lane nochmal gut reißen. Weil er hat die Renekton durch den Gank, den ich gemacht habe, ja sowieso im Griff. Und jetzt kann ich dann halt einfach nochmal überlegen, woanders hinzugehen. Brand ist out of game, würde ich sagen. Okay, er ist Level 7, ist noch nicht ganz out of game. Brand ist Bot. Oh, Renekton wird nachher wieder vielleicht gegankt, sonst muss ich erstmal Botlane ganken gehen. Der Frosch ist der geilste. Ja, also ich würde mich wohler fühlen, wenn wir ganken könnten. Das ist halt das große Problem jetzt, die kriegen gut auf die Schnauze. Ich glaube, ich hole das. Deadman's Plate. Ja, Deadman's Plate ist gut gegen Armor. Ich muss mal gucken, weil eigentlich müsste ich Magic Resists gehen, weil die haben Mage, Mage, Mage. Die haben drei Mages und zwei Physicals. Eigentlich wäre erstmal, ja, ich glaube, ich weiß, auf was ich gehe. Magic Resists und dann auf meine Spirit Visage. Okay, lol. Nice. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie berührt habe. Okay, ich komme. Oh ja, das ist sogar der Feuerdrache. Das ist sehr, sehr gut. Das ist der Fire Dragon. Da habe ich meinen Smite verkackt. Habt ihr gesehen? Der Feuerdrache, der gibt, was gibt der genau? Attack Damage and Ability Power. Das ist der geilste Drache, den man kriegen kann. Es gibt noch ein paar andere. Es gibt Cloud Drachen, Ocean Dragon und Motion Dragon. Irgendwie geben die gegen Monster mehr Damage und so. Das ist halt, wenn du Jungler bist, halt gut für jemanden. Aber sonst ist das halt eigentlich nicht so krass. Also ich sag mal ganz ehrlich, dass der rote Drache ist der beste, den es gibt. Was Besseres kriegst du nicht. 8% mehr Power auf alles ist natürlich nice as fuck. Ich habe meinen Flash gewastet, das ist halt ärgerlich. Ah, cancel that. Ja, mit meinen Klicks habe ich noch nicht so. Careboard. Ich muss ein bisschen Botlane bleiben jetzt. Was bedeutet das da, dieser Kreis? Dass hier Ward drin ist? Ich hau erstmal ab.
Komm her, Brand, Junge! Nein! Ah! Oh. Okay, ich glaube, das war seine Dings. Ja, ich habe doch kein Dings gehabt. Ich hätte weggehen sollen vielleicht. Mit Spirit Rope hätte ich ihn genutzt. Irgendwas war auch noch so... Es explodiert irgendwas später. Brand wurde, glaube ich, geändert. Ich habe keinen Plan, Alter. Er hat auf jeden Fall irgendwas gemacht, dass ich danach instant explodiert bin. So, wo kann ich gucken, wie viel Damage ich gekriegt habe, Alter? Ja. Pillar of Flame Blaze. Und dann ist irgendwas explodiert, so. Dann habe ich mehr Damage gekriegt. Warum ist die Kamera jetzt fest? Hast du das, wenn die Kamera sich selbst festmacht? Das war das, glaube ich. Ja, wir müssen Spirit kriegen. Increased mein Healing bei 25%. Das ist definitiv. Ich hab's noch nicht so richtig. Man sieht auch noch die Missklicks bei mir. Ich hätte Brand easy killen können, nur. Ich hab halt die Missklicks. Ich bleib jetzt mit unten. Ja, schön den Tower pushen. Das Brand. What, Alter, wie lange ich gestunt war, Mann? What the fuck? Holy shit, Mann. Ich war überkrass lange gestunt. Da kann sie nicht mehr ausweichen, leider. Schön gejuckt. Ja, stirbt sie. Fuck. Fuck my ass. Fuck my ass. Trust your instincts. Das ist Herald, Alter. Kein Plan. Ah, okay. Holy shit, Alter, der Yasuo ist so gefeedet, Mann. Ey, ich hab zweimal bei denen gegankt, ne? Er hat zwei Kills bekommen. Mehr als fucking Worth. Der Typ ist so fat as fuck. Der Typ ist fat as fuck, Alter. Das ist halt einfach, er ist big ohne Ende. Der kleine dicke Harold. Gib den extra Yasuo, weil er ist gefeedet as fuck, man. Bisschen Dings. Geh mal oben mit pushen.
Zieh mir mal einen Potion rein. Ich glaube, Renekton ist AFK. Ah, er ist hier unten. Oh, meine Passive! Holy shit! Meine Passive hat mich gerade gerettet. Ey, Brand ist ja richtig Power geworden, Mann. Der rastet ja überaus, Mann. Der rasiert mich ja weg. Obwohl ich so viel Magic Resist habe, Mann. Was geht? Ah, ich habe das noch nicht ganz ausgebaut. Okay. Aber meine Passive hat mir trotzdem gerade übertrieben den Anus gerettet. So, ich gehe jetzt erstmal back. Und baue das aus. Was kann man denn damit machen? Okay. Erstmal das bauen. So, was ist das denn hier? Grants a spell shield that blocks the next enemy ability. This shield refreshed after the damage taken from enemy's chest. Ach so, das Ding. Nee. Jetzt hole ich mir erstmal meine... wo ist das? Magic Defense Defense. Health, Armor, Armor. Yep, erstmal das holen. Das habe ich gesehen. Das habe ich auf Volibear auch immer gebaut. Es gibt Health, Armor... Damage taken from critical strikes ist 10% weniger. When you hit by basic attacks, reduce the attacks and attack speed by 15 for 1 second. Beim Gegner, das ist halt überkrass. Wir müssen gucken, der Dragon ist gleich wieder ab. Harold ist jetzt sowieso weg, weil Baron da ist. Fuck life. Oh, wie lange er gestunt ist. Guckt euch das mal an. Die Krabbe hält viel länger irgendwie. Keine Ahnung, warum die Krabbe so lange hält. Das ist bestimmt, weil ich ein Jahr brauche, um die zu killen. Die fette Krabbe. Der Fight des Jahres. Ja, wir haben schon Inhibitor. Tschüss! Habe ich ihn tot gebissen? Easy. Das sind Trolle, ist ja. Au! Au! Die Armor hat's noch gebracht am Ende. Brand, Alter, krass. Boah, da chillt man, WTF. Nice. Jetzt wollen sie echt nochmal Kills fahren. Boah, der Damage, ey. I killed the bear.
The beer killed the beer. Nice. GG, wir haben gewonnen. Sorry, dass ich so schlecht war. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen und tschüss.